Freitags war immer viel los, draußen vor Alameda Point. Wohlfrisierte, parfümierte Frauen mit Stöckelschuhen und Perlenkette und flauschigen Pullover zwängten sich an Alexi vorbei, riefen ihren Kindern zu, sie sollten sich beeilen und in die Schlange vor der Sicherheitskontrolle einreihen. In den vergangenen 10 Monaten hatte Alexi stets nur die andere Seite dieser Nachmittage erlebt. Die kollektive Vorfreude der Männer auf diese geheiligten Stunden in dem beengten Besuchsraum oder an den Picknicktischen im Hof, wenn die Sonne schien. Männer, die nach einer gewissen Zeit aufgehört hatten, Alexi nach seiner Familie zu fragen, als sich mit schmerzlicher Deutlichkeit herausstellte, dass sie ihn niemals besuchte. Als er nun am Eingang stand und sah, wie seine Ex-Frau und sein Sohn vor der Strafanstalt vorfuhren, verspürte Alexi Aufregung, Nervosität und etwas Atemlosigkeit. Und zwar nicht nur wegen seiner Entlassung oder weil Catherine ihm an diesem Wochenende den gemeinsamen Sohn überließ, sondern weil sie überhaupt bereit gewesen war, hierher zu kommen. Er fragte sich, was das wohl bedeutete. Ein erstes Zeichen von Vergebung? Vielleicht auch gar nichts. Er wusste nicht einmal, ob er nach fast einem Jahr in Haft anders aussah als früher. Vielleicht um ein paar Pfunde leichter, aber mit derselben Hose und demselben Hemd, in denen sie ihn zuletzt gesehen hatten. Die Hand um eine Plastiktüte geklammert, in der seine letzten Habseligkeiten steckten. Seine Brieftasche, mit dürftigen $22, Hausschlüssel, die keine Tür mehr öffnen würden, den Sportteil jenes Morgens, an dem er nach einem 5-jährigen Berufungsverfahren ins Gefängnis gebracht wurde. Am 9. Oktober 1956. Was wie ein grausamer Scherz anmutete. Als wollte man ihm reinreiben, dass er zu allem Überfluss auch noch Don Larsons perfektes Spiel verpasst hatte. Benny, sagte er und spähte ins Auto. Dann wandte er sich zum Fahrersitz. Aber sie würdigte ihn keines Blickes. Sie saß einfach da und schaute auf die Uhr, als ärgerte sie sich über diese unwiederbringlich verlorenen Sekunden ihres Lebens. Während Benny auf die Rückbank kroch, um seinen Koffer zu holen. Genau genommen war das Alexis Koffer. Und plötzlich stand ihm alles andere vor Augen, was er einst in Los Angeles besessen hatte. Bevor das Haus einige Monate zuvor gepfändet wurde und Catherine seine Sachen am Sperrmülltag alle auf die Straße geschleift hatte, seine Bücher, Kleidung und ausgezeichnete Plattensammlung und mit Benny nach Palms in eine winzige Wohnung gezogen war. Du kannst den Sonntagmorgen bei Ellen absetzen, sagte Catherine und den Blick richtete sie auf das Armaturenbrett. Und Alexi stellte mit einem Anfall von Bedauern fest, dass sie ihn immer noch nicht kalt ließ. Die hohen Wangenknochen und hellbraunen Augen, die zarten Hände, die das Steuer umfassten, so klein, dass seine Hände dagegen stets klobig und plump wirkten. Ihm fielen aber auch die Linien auf, die sich allmählich tiefer in ihre Stirn ruhten. Und wie blass sie für diese Jahreszeit war. Als hätte sie viel zu selten Gelegenheit, im Freien zu sein. Und dann blickte sie ihm doch noch in die Augen. Auf einmal war alles, was er sich an Sätzen für sie zurechtgelegt hatte, waren die sorgsam gedrechselten Entschuldigungen, an denen er einen guten Teil des Jahres gearbeitet hatte. Auf einmal war all das Makulatur. Denn aus ihrem Blick sprach so viel Verachtung, dass sie ihn offensichtlich aus seinem Leben streichen wollte. Sie wohnt an der Ecke 28. und Church, sagte Catherine tonlos, während sie die Adresse ihrer Schwester notierte. Anscheinend hatte sie die gemeinsamen Fahrten, um Ellen zu besuchen, alle beiseite gewischt und vergessen. Als gehörte das zur Geschichte eines anderen Paares. Benny stieg aus dem Auto und rannte zu ihm. Alexi strich ihm über das weiche Haar und atmete alles gleichzeitig ein. Das Gemisch aus Kaugummi und Schlaf und Käse aus seinem Mund. Überlegte dabei, ob sich allein am Geruch und durch die Berührung feststellen ließ, ob mit seinem 9-jährigen Sohn alles in Ordnung war. Du hast mir gefehlt, sagte er. Und in diesem Moment schien bei Catherine irgendetwas auszurasten. Sie sprang aus ihrem Sitz, zog Benny an sich, presste seinen Kopf an ihre Bluse und flüsterte, ruf mich bei Tante Ellen an, falls irgendetwas
egal was. Und als er sagte, Mensch, Mom, es sind doch nur 2 Tage, steckte sie den Arm durch das offene Fenster, zog einen 5-Dollar-Schein aus ihrer Handtasche und drückte ihm das Geld in die Hand. Für den Notfall, sagte sie. Als stünde Alexi nicht direkt neben ihnen. Als würde Benny nicht mit dem eigenen Vater wegfahren, sondern mit einem verlotterten Fremden, der ihren Jungen in die freie Wildbahn zu stoßen drohte. Sie küsste Benny auf den Kopf, dann stieg sie wieder ins Auto, ohne Alexi zum Abschied auch nur zuzuwinken. Und er führte seinen Sohn quer über den Parkplatz zum Plymouth, den er sich für das Wochenende geborgt hatte,